Für die Schüler steht der nächste Unterricht an. Mittlerweile bereitet in unserer Klasse Horry Lennartz seinen Matheunterricht vor. Bei ihm gibt es noch einen kleinen Bonus neben dem Videochat. Er macht Videotutorials. Und zwar ist das so, dass alle Schüler, das heißt Präsenzschüler sowie auch die Fernschüler, sämtliche Dokumente zur Verfügung haben und die an ihrem PC oder sogar per Smartphone abrufen können. Das heißt, wenn die Schüler hier in der Schule sind, die Präsenzschüler, die schauen sich diese Tutorials auf der interaktiven Tafel an und gleichzeitig sind die Fernschüler hier zugeschaltet per Videokonferenz und die schauen sich dieselben Tutorials zu Hause an. Also die Arbeit lohnt sich schon. Die Arbeit lohnt sich, so kann der Unterricht eigentlich normal weitergeführt werden, im normalen vorgesehenen Rhythmus. Hybridunterricht passt sich dabei immer an. In manchen Unterrichten reichen Hausaufgaben für die Schüler, die zu Hause bleiben müssen. In manchen, wie dem Deutschunterricht, braucht es einen Videochat und in manchen Unterrichten, wie dem Matheunterricht, braucht es sogar noch etwas mehr Einsatz für einen geregelten Schulalltag in Corona-Zeiten. Dass das Konzept wie hier in Chemnitz funktioniert, liegt dabei nicht nur an der vorhandenen Technik zu Hause und in den Schulen, sondern vor allem an Schülern und Lehrern, die sich auf den Unterricht unter besonderen Bedingungen einlassen.